Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Ja, ich weiß noch gar nicht genau, wie lang dieses Let's Play werden wird. Vielleicht nur wenige Folgen. Ja, man sieht es bereits am Titel. Wir spielen hier Passing Pineview Forest. Ein kostenloses Horrorspiel, würde ich schon sagen. Gibt es kostenfrei auf Steam zum Download. Auch hier mit deutscher Sprache, wie man schön sieht. Und ich kann nochmal eben hier vorlesen: Folge dem Weg durch den Pineview Forest, aber verhalte dich ruhig, ansonsten wird es dich kriegen. Viel Glück. Ja, und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal direkt. Das Spiel, in dem Spiel soll nicht so viel passieren, allerdings soll es durch packende und spannende Atmosphäre den Spieler mitreißen. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt und lass mich hier überraschen. Und es lädt einen Moment und da geht es los, okay. Gut, ich kenne die Steuerung überhaupt gar nicht. Das ist das erste Mal, dass ich hier reingeschaltet habe. Sieht soweit schon ganz nett aus, allerdings halt hier gerade sehr düster. Und ich laufe einfach mal ein bisschen los. Ich habe noch gar keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich weiß auch gar nicht so genau, was das Ziel ist. Ich glaube, wir sollen einfach hier dem Weg folgen. Sozusagen den Wald passieren, den Wald bestehen. So heißt der Titel ja auch. Und man merkt hier schon eine leichte, leise musikalische Untermalung. Das scheint ja vielleicht spannend zu werden. Das letzte Horrorspiel mit Sacred Line war ja auch ein kleiner Indie-Titel, der eher ein wenig verwirrend als gruselig war. Und ich weiß auch gar nicht, was uns hier angeblich verfolgen soll. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal weiter. Keine Ahnung. Ich habe einfach nur die Beschreibung gelesen und fand das wirklich sehr interessant, um es mal so auszudrücken. So, und ich... Ah, okay, der Mond leuchtet auf jeden Fall hell, die Grafik ist ganz okay. Ich habe hier alles auf maximalen Einstellungen und es läuft auch während der Aufnahme stabil mit 30 FPS, also jetzt kein Performance-Fresser oder so. Sieht natürlich jetzt auch nicht so brillant aus, aber ist wirklich ganz nett für ein kostenloses Spiel. Und da wird die Musik etwas lauter. Ich weiß gar nicht genau, ob ich mich hier irgendwie falsch oder richtig verhalten kann. Vor allem teilweise durch die Schatten sieht man dann gar nicht so recht, wo es lang geht. Also ihr werdet jetzt vielleicht sogar noch weniger sehen als ich. Weil das auf YouTube ja immer so ein bisschen abgedunkelt wird. Ich würde ja auch eigentlich ganz gerne mal, weiß ich nicht, vielleicht vom Weg abkommen. Aber ich weiß auch gar nicht, inwiefern das wirklich möglich ist. So. Oh, da war wieder irgendein Rascheln im Busch. Ich gehe einfach mal weiter. Keine Ahnung, was hier passiert, ob überhaupt was passiert. Ich meine, wir werden es ja, denke ich, dann mal irgendwann erfahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir laufen hier die ganze Zeit im Kreis, weil der Weg irgendwie so gleich aussieht. Da oben der Mond. Nun gut, wir gehen mal weiter. Soll ich mich umdrehen? Okay, da ist nichts. Hat die Musik jetzt gerade was bedeutet? Da sind Kirchenglocken. Es wird langsam spannender, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir uns hier irgendwas nähern, irgendeinem... Okay, jetzt muss ich mich, glaube ich, entscheiden, links oder rechts.
Da hast du ja diese Musik. Ich gehe einfach mal hier rechts lang. Nee, das ist... Da geht's, glaube ich, gar nicht lang. Ich gehe mal hier links lang. Ich höre irgendwas quietschen. Alter, und ich höre Schritte. Da waren gerade Schritte. Ich bin noch nicht taub und das waren nicht meine eigenen Schritte. Okay. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Also die Musik, ne? Egal welches Spiel. Ich finde, Musik macht einen in jedem Spiel immer fertig. Okay, wir gehen mal rein. Wir haben auch keine Taschenlampe, glaube ich. Es gab auch keine Instruktion zu irgendeiner Spielsteuerung. Draußen raschelt irgendwas im Gebüsch. Erstmal hier unten gucken. Okay, das scheint ja alles leer zu sein. Zwei Betten. Und ein Schrank. Da können wir aber auch nichts machen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier die Treppen hoch. Na, manchmal hakelt es da noch beim Treppen hochgehen. Da muss man dann einmal kurz hüpfen, aber das geht. Okay, was ist das hier? Das Badezimmer. Scheint ja nicht mehr ganz so neu zu sein, das Haus. Na, die Toilette ist aber auch... Die Toilette hat auch aber schon mal bessere Zeiten gesehen. Okay, wir gehen mal wieder runter. Ich bin im Moment sehr positiv von dem Spiel überrascht, weil ich gar nicht dachte, dass es hier so Kleinigkeiten wie so eine Hütte dabei sind. Ich dachte, man geht hier wirklich nur durch den Wald. Aber es scheint ja doch noch ein bisschen mehr zu passieren. Wir gehen aber mal weiter. Ist halt wirklich blöd, dass man so wenig sieht. Ach, und das hier quietscht die ganze Zeit. Die Schaukel. Das ist natürlich auch immer sehr... Naja, eine sehr bekannte Szene, wenn irgendwo eine leere Schaukel plötzlich anfängt, sich zu bewegen und zu quietschen. Und der Brunnen hier ist wahrscheinlich auch schon längere Zeit nicht mehr in Betrieb gewesen. Boah, jedes Mal denke ich bei diesen Tönen, dass hinter... Ich höre... Alter, ich höre... Da läuft doch irgendwo einer rum, ich bin doch nicht blöd. Oder das ist mit Absicht so gemacht, dass man denkt, dass da jemand rumläuft. Das Haus scheint etwas größer zu sein. Ein Esstisch. Hier eine Kochecke. Kochnische. Ich gucke mich erstmal nochmal hier um. Okay, da scheint nichts weiter zu sein. So eine Art Arbeitszimmer. Dann gehe ich mal hier hoch. Oben ist immer grundsätzlich schöner, als nach unten zu gehen, weil ich habe gerade gesehen, ich glaube, da geht es auch noch in den Keller. Das, oh Gott, Keller sind immer gar nicht schön. Okay, da ist noch ein Schrank. Hier ist auch nichts. Warum, bitteschön, warum sind Häuser in Horrorspielen immer verlassen? Oder halt mit irgendwelchen Monstern oder irgendwelchen psychopathischen Leuten. Kann man nicht mal in irgendeinem Horrorspiel einen netten Begleiter finden? Soll ich da jetzt... Da gehe ich doch jetzt nicht rein, oder? Nee, ich gehe da nicht rein. Da geht es auch nicht weiter. Ich hätte jetzt schon befürchtet, wenn ich da reingehe, dass dann plötzlich, keine Ahnung, die Tür zuschlägt oder so. Gut, in dem Haus war scheinbar auch nichts. Ich gehe einfach mal weiter. Okay,
Okay, ich kann theoretisch auch rennen. Aber ich glaube, das sollten wir besser nicht tun. Vielleicht brauchen wir das Rennen noch nachher, wenn wir vor irgendwas fliehen müssen. Aber jetzt wäre das wahrscheinlich zu auffällig. Okay, hier ist wieder eine Abzweigung. Schauen wir dann mal in der nächsten Folge rein, wie es denn hier weitergeht. Ich glaube, links geht es gar nicht weiter. Wir gehen dann in der nächsten Folge hier weiter. Bis zum nächsten Mal beim Pine View Forest.